Das hier ist die Opinel Klapp Baumsäge. Die hat einen anderen Mechanismus als das klassische Teil, das du wahrscheinlich kennst. Und ich habe ja mal versprochen, dass ich darüber spreche, was das kann. Und wenn dir das interessiert, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Ja, da ist sie, diese Baumsäge von Opinel. Funktioniert natürlich. Ich bin hier auf waldurlaub.at, hier hinter mir. Ja, da hinter mir ist das Weidehaus Hinterstaff. Und das heißt, ich darf hier sägen, ich darf mich hier bewegen und darf auch das eine oder andere umschneiden. Der Punkt dabei ist Bushcraft. Bushcraft-Areal bin ich ja hier. Und Bushcraft, da gehört eine Säge mit dazu. Und nicht nur irgendeine kleine Säge von einem Victorinox-Messer, sondern eine richtige Säge, wie ich meine. Und da ist halt Opinel eine Lösung. Und da gibt es eine kleinere Säge, die habe ich schon einmal vorgestellt und die ist auch großartig, die ist auch gut. Und da kam halt die Frage nach dieser großen Baumsäge. Die habe ich mir jetzt besorgt, ich kenne die ja auch schon einige Zeit, ich hatte nie eine und das ist jetzt meine eigene. Was hier anders ist, ist dieser Mechanismus hier. Und zwar einklappen und dann kann ich sie aber nicht arretieren. Ja? Es gibt normalerweise diesen Drehring für ein Opinel, das kennst du sicherlich, das ist hier ein bisschen ein Nachteil, aber wo ein Nachteil ist, ist auch ein Vorteil, aber den zeige ich dir dann gleich. Dann kannst du hier eben, das erinnert mich an so Bierflaschen, da gibt es Stiegelbier, oder wie das heißt, ich mache für die nicht Werbung übrigens, ja, möchte ich gleich dazu sagen, aber auch andere, Wiedelburger und wie sie alle heißen, die haben so einen Hebel zum Aufmachen, das macht auch so Klapp, das erinnert mich daran. Und dann ist dieses Teil auch sicher eingespannt. Ja, eine sehr, also ist jetzt keine harte Säge, ist eine Zugsäge, das ist auch alles gut, das ist wunderbar. Der große Vorteil dabei ist, dass du aufgrund dieses Mechanismus halt hier das Sägeblatt auch wechseln kannst. Und es gibt auch Ersatzsägeblätter, gebe da unten den Link auf Amazon, dort habe ich sie auch gekauft. Wir haben Opinel selbst nicht im Sortiment, obwohl ich diese Produkte großartig finde, aber das ist eine andere Geschichte. Also das ist der Punkt. Wenn dich das nicht stört, dass das irgendwie aufgehen kann und du eine Möglichkeit hast, das so zu transportieren, dass es eben im Rucksack nicht aufgeht und man dann reingreift bei so einem Toploader, greift man rein, oh, wo ist da was und sich schneidet, weil die Teile sind wirklich scharf, dann ist es absolut okay. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt schneiden wir noch was. Ja, und zwar habe ich hier eine umgefallene alte Esche. Das heißt, einerseits ist der Baum schon tot, das ist mein Punkt A. Und selbst wenn er lebend wäre, ich darf das hier, Bushcraft-Areal und so weiter, wenn dir das interessiert, komm auf waldurlaub.at vorbei. Auf jeden Fall, ich mag jetzt hier bei dieser Esche, und das ist auch hartes Holz, da mal reinsägen. Zugsäge, muss ich aufpassen, wäre mir jetzt fast passiert, das Sägeblatt zu verbiegen. Weil das ist zwar relativ flexibel, aber wenn ich beim Vorschieben einen Fehler mache, das wäre unangenehm. Und da sieht man halt jetzt dieses elastische Holz von der Esche, das pendelt hin und her. Also das Ding beißt. Und der große Vorteil bei dem Ding ist halt auch, dass du eine Säge hast, die auch wirklich relativ lang ist. Natürlich, das gibt es von Silke auch, aber nicht mit Biss schon. Ist die Silke sogar noch ein bisschen aggressiver, aber nicht in dem Gewicht. Das Gewicht ist phänomenal, weil du hier einen Holzgriff hast. Da ist kein Metall eingelegt, da ist gar nichts. Sondern es ist einfach nur Holz und eine Metallvorrichtung. Und das Sägeblatt natürlich. Ja? Und diese Metallvorrichtung zum Verriegeln. Das war's. Und das ist meiner Meinung nach der große Vorteil. Also es ist jetzt zu früh, ein endgültiges Urteil abzugeben. Ich werde es in den Langzeittest nehmen. Wir werden es auch bei den Überlebenstrainings hier auf waldurlaub.at mitnehmen und einmal schauen, was andere Teilnehmer dazu sagen. Aber ich kann zwei Dinge gleich einmal festhalten. Nummer 1, das ist etwas für den Transport, da muss man es überlegen. Entweder ein Gummiring oder was auch immer. Vielleicht finde ich noch eine passende Tasche. Lass daher den Kanal Abo da, damit du auch die Updates kriegst. Und bitte einen Daumen nach oben, da würde ich mich irrsinnig freuen drüber und einen Kommentar. Aber zurück zum Thema. Das ist ein Nachteil und das zweite ist, es ist halt nicht hundertprozentig anfängersicher, beziehungsweise wenn man im Stress ist oder man schon viel gearbeitet hat und die Kraft nachlässt und man sagt, okay, beim Vorschieben könntest du dir das Sägeblatt doch verbiegen. Das ist ein bisschen ein Nachteil. Ja, aber wo ein Nachteil ist, ist der Vorteil. Extrem leicht, extrem bissig, Opinel-Qualität, so wie wir das kennen. Schreib mal gerne einen Kommentar, ich gebe da unten den Link. Einen Link, weißt du was? Einerseits zu dieser Baumsäge hier auf Amazon oder zum René Rossmann Messer, zum Irbis, zum Bushcraft Beaver und all den anderen Produkten, die wir halt bei uns im Sortiment haben, als Knives 4. Schau dir das ganz einfach an. Es hat mich gefreut. Dein René Rossmann und ciao, ciao.